Ich hätte gerne. Was fehlt da unten? Plastik. Ich hätte gerne Plastik. Weg, 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 weg. So. Plastik. Haben wir überhaupt Plastik? Ja, 1900 Stück. Okay. Plastik kommt. Dann stellen wir davon ganz viele her. Brech die ab. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir so schnell zu so einem hohen Produktivitätswert kommen. Und das sind nur die Zweier, ne? Ja, ich habe vollkommen verdrängt, dass von der letzten Staffel, die wir gespielt haben, zu dieser Staffel, die wir jetzt spielen, dieser riesen Nerf, der gemacht wurde bei den Produktivitätsmodulen, dass der wieder aufgehoben wurde. Bin mir nicht sicher, ob durch den Mod-Auto von Ditech selber oder durch dieses Zusammenwürfeln von den ganzen Mods, das da irgendwie aufgehoben wurde. So, und was fehlt dir da noch? Diese komischen Solder. Okay, bitte fordern an. Solder. Gut. Wo wir gerade hier sind. Das einmal auffüllen. Das da abreißen. Und das da wieder aufbauen. So. Und Löcher stopfen. Blub. Blub. Sehr gut. Also, jetzt das, was ich eigentlich machen wollte, oder eigentlich machen sollte. Eigentlich machen wollte ich das da unten. Eigentlich machen sollte es sicherstellen, dass wir jetzt hier durchgehend genug Magnete herstellen können. Das heißt, wir brauchen noch mehr Schmelzöfen. Und da mangelt es eher an dem Zeug hier. Okay. Dann nehmen wir jetzt unsere schönen Vierer-Drills, die nicht da sind. Abbrechen bitte. Vierer-Drills herstellen. Mhm. Angriff aus Osten und vor kurzem auch im Nordosten. Habe ich noch Truppastürme? Nee. Ja, komm später. So, wo sind meine Vierer-Drills? Da. Setz Vierer-Drill. Dahin. Dahin. So, das sollte dafür sorgen, dass wir jetzt genug seltene Erze haben. Dann müssen wir schauen, ob die Schmelzen nachkommen mit den Erzen. Wenn nicht, mehr Schmelzen setzen. Und dann gucken, ob die Magnetherstellung hinterherkommt mit den ganzen grünen Platten, die gestellt werden. Momentan sieht das hier eher sehr mau aus. Wobei wir noch kein einziges Modul reingepackt haben. Ja. Noch mehr davon. So, so. Und wir haben keine roten Kisten. Rote Kisten anfordern. So. Mit den roten Kisten. Danke. So. Was ist mit den Robotern? Die sind relativ ausgelastet gerade. Ist kein gutes Zeichen. Wie viele lila Tränke haben wir? Wenig. Du schmeißt wieder Tränke da rein. Und bau bitte die Produktivitätsmodule, damit wir die Herstellung von lila Tränken automatisieren können unten. Währenddessen warten wir, wie sich das hier oben einpendelt mit der, mit dem Abbau der seltenen Erze, den grünen Platten und den Magneten. Munition herstellen brauchen wir nicht. Nö. Diese goldenen Dinger scheinen recht lange zu brauchen in der Herstellung. Hätte ich auch anfordern können, glaube ich. Diese goldenen Dinger haben wir zusammen mit den Dingern da irgendwo automatisiert. Ich kann ja schon mal die hier wegknicken und die Kisten einstellen, dass sie Artefakte anfordern. Das heißt, wir sollten dann hier oben dich hinstellen. Oh, irgendeine Forschung war gerade fertig. So. Das Ding da hinstellen und das macht aus den kleinen Alienknödeln die große Alienknödel. Ebenfalls mit Produktivitätsmodulen, damit da
da auch mehr rauskommt, wenn das denn geht. So, du forderst davon 10 Stück an. Du auch, du auch, du auch. Aber erstmal werden wir nur eins davon gleich anschließen. Und es sind eh keine Alien-Artefakte im System, weil ich sie bis vor kurzem noch alle selber angefordert habe. So, wusch. 20%. Das ist eine echt gute Ratio. Also ja, wir können Sachen verdoppeln, also 100% Produktivität, aber das tritt recht selten auf. Also gefühlt, keine Ahnung, 1 von 10, 15 oder so. Das sollte ihm jetzt wesentlich besser laufen. Aber auch langsamer, richtig? Nee, nur mehr Stromverbrauch und mehr Smog, Smog. Moment mal. Naja, sind doch 10er Schritte, okay. So. Das heißt, das Ding läuft jetzt bitte durch. Achso, und du stellst bitte her die Wand um Fragezeichen. Oh ne, die waren bei dem anderen Menü unter dem Fragezeichen. Hier. Du forderst bitte an. Hier waren sie unter dem Fragezeichen. Da. Blieb. Blieb. Und es klappt auch hier. Sehr gut. Ich hätte gern mehr von den Modulen. Also, stopp. Forder bitte an. Komische Golddinger. Die kannst du schon mal abbrechen. Komische Golddinger kommen. Und du machst die restlichen bitte. Oh. Nochmal abbrechen. Nochmal abbrechen. Jetzt hast du noch komische Golddinger. Okay. Rein da. So, 550 Liter Tränke sehe ich jetzt schon mal im System vorhanden, plus die, die in den Kisten schon gelagert sind. Also wir sollten ordentlich was haben. Das heißt, wir sollten jetzt forschen in Richtung, eigentlich in Richtung Body Armor MK2 zum Töten und so. Aber ich glaube, es ist von Vorteil, wenn wir jetzt eher Richtung Roboter gehen, weil sonst kommen wir recht schnell an unsere Grenzen. Wenn ich jetzt hier unten die ganzen Fabriken neu aufbaue und wir Zeug hin und her transportieren, das wird irgendwann zu viel für die. Die besseren Roboter kann ich erst mit den blauen Chips machen und da würde ich mich ungern jetzt schon ranwagen. Ich bin momentan schon verwirrt genug. Das brauchen wir nicht unbedingt. Also hier, 450 Liter Tränke haben wir quasi auf Tasche. Research. Gut. Also das hier werden wir nicht erweitern müssen, denke ich. Wir können ja auch später die Fabriken noch erhöhen, wir können jeweils Module reintun. Also ist das hier quasi ein abgeschlossener Unterbereich. Das heißt, wir können jetzt das Blueprint nehmen und hier jetzt andere Fabriken hinstellen, die irgendwas anderes geschlossen herstellen. Machen wir das mal immer so in Dreier-Etappen. Das heißt, hier machen wir jetzt zum Beispiel Steinzahnräder, Eisenzahnräder, Titanzahnräder, Breastzahnräder und so weiter. Also einen ganzen Cluster an Zwischenproduktion. Heißt das denn überhaupt Zwischenprodukt, wenn es... Ich dachte, das Produkt ist ganz am Ende. Keine Ahnung. Also die Zwischenschritte halt. Die Intermediates. Richtig. Also, Steinzahnrad. Davon will ich immer genug vorrätig haben und die auch immer schnell genug herstellen können. Wobei drei echt ein bisschen übertrieben ist. So. Ja, machen wir zwei Fabriken jeweils. Wir brauchen eine gerade Anzahl an Fabriken. So. Also Steinzahnräder, Eisenzahnräder brauchen jeweils immer nur, du brauchst Stein, blip, blip. Und du brauchst Eisen, blip, blip. Beschränkung auf 3 Stacks jeweils sollte okay sein. So, und was haben wir da noch? Wir haben noch Tin Gear Wheels. Ich weiß nicht, wo wir Tin Gear Wheels brauchen könnten. Aber ich vertraue darauf, dass wir sie irgendwann mal brauchen werden. Beschränke allerdings die Kiste jetzt auf 1 Stack, weil wir sie nicht so häufig brauchen und nicht so viel Tin zu verkraften haben, wie jetzt Eisen und Stein zum Beispiel.
fordere das bitte Tin an. In geringen Mengen, bitte. 10 Stück, sagen wir mal. So, so. Du gehst jetzt auf Zink Wheels. Und wo sind die Titan Wheels? Die sind wieder woanders. Die sind da drin, hm? Ja, gut. Also Zink Wheels. Zink, Zink. So, und ihr hättet gerne Zink. 10 Stück. Da und da. Und das sind wesentlich mehr Zahnräder, als ich gedacht hätte. So, das sind nicht mal die wichtigen. Die wichtigen kommen gleich erst. Die sind hier. Brass, Steel, Titanium und Tungsten. Tungsten können interessant werden. Aber das sieht doch schick aus. Sehr, sehr schön. Jupp, 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 jupp. Sehr zufrieden. Hier. Du Intermediates, mach bitte Cobalt Gears. Dunk, dunk. Du machst bitte Lead Gears. Dunk, dunk. Du hättest dafür gerne Blei. Keine 200. Auch hier wieder runtergehen. So, so. Beschränken auf ein, beschränken auf ein. Ein. Du, ja, Kobalt. Kobalt, es tut schon fast weh. Das jetzt hier anzufordern für eine Sache, die wir nicht unbedingt brauchen. Aber Zukunfts-Gerogan wird froh sein, dass ich das jetzt mache. Damit, falls wir mal irgendein Mod-Paket uns jetzt neu angucken. Wir haben ja schon recht viele abgegrast, aber so wirklich alles haben wir noch nicht von egal welchem Mod-Pack. Dann werden wir irgendwann auch solche Sachen zwischendurch brauchen. Und dann ist es halt praktisch, wenn das schon mal vorhanden ist. So, du. Jetzt müsste Stahl und Titan kommen. Blub, 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 blub. Oh, ich stehe gerade gar nichts mehr her. Das ist irritierend. Oh, wir können auch Station bauen. Ha. Sofort, sofort machen. Und wir haben schon 6 neue Ion-Conduits. Also das, was hier oben im Hintergrund gelaufen ist, während ich hier am Rumbasteln war, mit der Sache scheint relativ gut aufzugehen. Also die grüne Plattenproduktion ist anscheinend genug, um die Magnetproduktion da oben einigermaßen zu befeuern. Allerdings sehe ich weder Magnete noch grüne Platten in den oberen Ressourcen. Dingens mit drin. Ja. Trotzdem in Ordnung, würde ich sagen. Du. Oh, wir können das auch produktivisieren. Das ist sehr schön. Allgemein haben wir jetzt sehr, sehr viele Stellen, wo Module reinklatschen können. Da muss ich vorsichtig sein. Gerade wenn ich jetzt, ne, den Stromkreislauf ja auch ab und umbaue, dass wir da nicht in Probleme kommen. So, was? Warum arbeitet ihr hier eigentlich gar nicht? Was? Achso, weil ihr gar nicht arbeiten müsst, weil nichts entsprechend geforscht wird. Okay. Davon hätte ich trotzdem ganz gerne mehr. Wie viele haben wir hier vorhin von den Eiern? Wow. Warum sind da 15 drin gewesen? Ja, es war nur wahrscheinlich die erste Kiste, die gerade aufgebaut wurde. Gut. Das heißt, wir haben jetzt 30 Eiern-Conduits und bauen nochmal 2 Augstations. Und wenn die dann alle fertig sind, dann habe ich 3, mit etwas Glück sogar 4, wenn sie irgendwas verdoppelt, 4 Augstations, um für eine richtig schöne Abdeckung zu sorgen. Oh, sauber. So, währenddessen aber weiter hier unten. Forder bitte wieder Landfill an und bau ein davon. Gut. Roboter sind einigermaßen ausgelastet. Aber Cargos heißt 3 ist in Arbeit. Wobei das nicht so viel helfen wird. Das ist ja immer nur einer mehr oder so. Ja. Ein mehr, den sie tragen können. Momentan können sie irgendwie 4 oder 5 tragen. Danach können sie 6 tragen. Das sind 20% Steigerung. Das ist jetzt nicht so die Welt wie früher. Hm. Müssen wir im Auge behalten. So, gut.
erstmal Intermediates. Die hier sind jetzt alle komplett durch. Das ist schön. Dann hätte ich jetzt ganz gerne die hier. Und zwar Breast Gear. Zing, zing. Und Steel Gear. Zing, zing.